Jawohl, da sind wir. Hallo, ich freue mich. Ding, 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 ding. Es gibt ein neues Let's Play auf meinem Kanal und zwar Euro Truck Simulator Teil 2. Ja, und das Spiel ist jetzt 10 Jahre alt. Ist das verrückt? Ja, ne? Im Oktober, Mitte Oktober 2012 ist dieses Spiel erschienen und ich dachte, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, sich dieses Spiel einmal anzugucken. Worum geht es da eigentlich überhaupt? Und männlich, das ist schon mal gut. Und wir werden das mal jetzt hier ausfüllen. Wie sehen wir denn aus? Wir sehen aus wie der hier. Wundervoll, so ein Schnulli. Bevorzugtes LKW-Design. Ja, wir nehmen mal... Gibt es hier keinen Blau? Doch, hier. Ach, das ist doch schön. Und das Firmenlogo. Ich freue mich richtig. Ich habe richtig Bock auf das Spiel. Wir nehmen mal... Hier, die Flamme, die sieht gut aus. Sehr gut. Bitte gib einen Namen für dein Unternehmen ein. Ich bin Proclivitas Incorporated. Die Sprache ist Deutsch, Kartenmodus ist Europa, Steam Cloud nutzen, jawohl, und erstellen. Eingabehelfer. Tastatur, Maussteuerung, benutze Maus. Ja, Helfer überspringen, würde ich sagen. Achso, Tastatur, fahre Tastatur, drehe die Maus um, einfach so präzise. Die Maus so präzise. Ach, wir überspringen das einfach. Wer braucht das schon? Ich glaube, als allererstes muss ich mal die Musik ein bisschen. So, wähle deine Stadt, in der du beginnen möchtest. Ich beginne in Köln, das ist schon mal völlig klar. Und zwar hier, das ist Köln. Ist das Köln? Ja, ne? Ja, okay, das ist Köln. Ja, wo ist Köln? Möchtest du das Tutorial durchgehen? Ich möchte dir die Musik leiser stellen, weil die Musik so nervig ist. Ja, komm. Machen wir das einfach mal. Aber ich muss wirklich als allererstes mal die Musik leiser drehen. Ja, 10 Jahre ist das Spiel alt und ich dachte mir, Mensch... Lass uns das doch mal angucken. Das ist doch bestimmt ein schönes Spiel. Guck mal, da hinten an dem Turm da, da wohne ich. Schon schön. Aber, also, naja, halb realistisch. Willkommen im Eurotruck. Ich muss mal weitermachen. Endlich hast du die Chance auf deinen Traumjob, das Fahren eines LKWs. Deine eigene Transportfirma hat nun ihre Pforten geöffnet. Leider fehlt dir aber das Kapital für einen LKW. Bis auf Weiteres wirst du dann als Angestellter für andere Spedition arbeiten müssen. Na gut. Dein Auftrag ist es, eine Ladung Eisenrohre für Postpaid sicher zur Entladestelle nach Köln zu bringen. Dein Arbeitgeber hat dich mit einer Zugmaschine ausgestattet und wird sämtliche Spesen tragen. Fahr sorgsam und sei pünktlich. Ja, das kann ich besonders gut. Ja, also das Spiel ist 10 Jahre alt und ich habe mehr als 10 Jahre meinen Führerschein. Klasse C oder nannte man das gerade damals Klasse 3? Ich weiß es nicht mehr so genau. Ist auch schon Ewigkeiten her. Wir drücken mal auf Escape und auf die Options. Und gucken mal, was Audio so macht. Und sagen wir mal, die Musik-Lautstärke. Wo ist denn hier die Musik? Auch hier ist krass. Ah, hier. So, wir machen das mal leiser. Radio-Lautstärke machen wir auch mal runter. Krass. Was für eine Lautstärke das ist, oder? Naja, gut. Okay. Also, wir sitzen das erste Mal in so einem Auto. Ich meine, in so einem... Ah ja, okay. Aber was ist denn hier oben? Sonnendach. Ich sitze das erste Mal in so einem Laster. Ich bin im wahren Leben noch nie so ein Laster gefahren. Ich finde, das sieht auch alles sehr schäbig aus. Was ist denn da los? Was ist denn da los? Verwende benutzerdefinierte Einstellungen. Vollbildmodus aktiviert. Einfache Grafikeinstellungen. Erweiterte Einstellungen. Ultra. Verwende benutzerdefinierte Einstellungen. Ah, jetzt muss ich das nochmal laden. Alter, die Musik dröhnt, aber hardcore, oder? So, ja, sieht es jetzt besser aus? Ich glaube, so ein bisschen zumindest. Ja, sieht schon ein bisschen besser aus. So, wir starten mal den Motor mit E. Ah, ja, okay. So, Gas, W, Bremsen rückwärts, C, links lenken, fahre etwas vor und halte dann. Okay, machen wir mal. Ah, so, haben wir gemacht. So, Innenansicht, 1, 2, 3, Vogelperspektive, Innenansicht ist 1, Verfolgeransicht. Ah, krass, okay. Wo kommen denn jetzt, naja, egal. Die 3 ist... Oh Gott, die Vogelperspektive, ja gut. Und die nächste Ansicht ist die 9. Warte mal, kann man mehrmals die 9 andrücken? Oh, krass.
Ah ja. Okay, es gibt verschiedene Ansichten offensichtlich. Wechsel zur Verfolgerkamera und begutachte deinen LKW von allen Seiten. Drücke Eingabe oder Eingabe 10er-Taste, um fortzufahren. Dachansicht, haben wir alles gemacht, komm. Es wird Zeit, dass du deine Lieferung machst. Verwende den Route Advisor, damit du weißt, wo du dich befindest und wo es hingehen soll, um mehr zu erfahren. Drücke F1 oder Pause. Hat mein Computer eine Pause-Taste? Ach, da oben, ja. Ich drücke mal F1. Spiel unterbrechen oder fortsetzen. Ist das Spiel pausiert, kannst du den Route Advisor mittels Maus bedienen. Das ist das hier wahrscheinlich, ne? Brauchen wir nicht. Müssen wir das machen? Nee, oder? Ah, ist das schön. Ja. Jetzt wird der Moment, mir zu erklären, wo der Blinker ist. Oh Gott. Hallo? Okay, Bremsweg von einem LKW. Wo müssen wir denn überhaupt lang? Wir müssen rechts lang. Okay. Das wird ja ein Spaß. Das wird ein Spaß, sage ich euch. Und jetzt, ich kann echt schlecht sehen, oder? Okay, ich habe noch nicht ganz rausgefunden, ob man jetzt S drücken muss für Bremsen. Also gedrückt halten muss man wahrscheinlich, nur das muss ich nochmal ausprobieren. Okay, was ist jetzt hier das Ding? Du besitzt ein Navigationssystem namens Route Advisor, das dir jederzeit zur Verfügung steht. Der Route Advisor gibt Aufschluss über deinen aktuellen Status, hilft dir Informationen zum momentanen Auftrag und weist dir mal einen richtigen Weg. Sehr gut. Dein Status, momentane Geschwindigkeit, 0 km/h, aktueller Gang A2, Schadenskraftstoffanzeige, Schadensanzeige, Kraftstoffanzeige, Müdigkeit, Mails, Hinweise, Uhrzeit, Kontrast. Inhalt der momentan ausgewählten Seite, seine Wechsel zwischen Navigation, Auftragsbeschreibung. Kurznachricht habe ich keine. Aktueller Auftrag, Eisenrohre. Zielort Köln, Postpet. Okay. Route Advisor Tutorial. Ne, so ist gut. Lassen wir das bitte mal so. Ja, wir warten auf die. Irgendwas muss ich hier machen, oder? Ah ja, fortfahren. Fortfahren. Die Navi ist blablabla, um durch verschiedene Zoom-Stufen zu schalten. Drücke F5, aktiviere Schaltfläche auf dem. Das passt doch, oder? Wechsel zur nächsten Seite, 10er Tastatur 0. Das ist aber die. Okay, verstehe. Okay, Tutorial schließen. Und weiter geht's im Takt. Wir warten, alles ist richtig eingestellt und betriebsbereit. Ich sehe nichts. Der LKW fährt vor mir. Okay, das mit den Bremsen sollten wir vielleicht nochmal üben. Notfalls fahren wir mit dem netten rein. Kann man eigentlich. Sie haben eine Arbeitsagentur entdeckt. Ah, das ist schön. Ich hoffe, die brauchen wir nicht. Ja, man muss S gedrückt halten. Okay. So, wir müssen da gleich rechts rüber. Ich muss vor allem mal gucken. Ich sehe halt die Ampel nicht, wenn der davor steht. Hey, Idiot. Du stehst vor der Ampel. Ich sehe dich. Ich sehe die Ampel nicht. Ja, jetzt kann ich sie sehen. Wahnsinns. Das wird ein richtig aufregendes Let's Play, sage ich euch. Naja, gut. Wahrscheinlich auch nur die erste Folge. Muss ich hier abbiegen? Nee. Aber hier gleich muss ich. Hier gleich. Hopp. Vorne, okay. Ich muss jetzt mal bremsen. Ich meine blinken. Ich fahre wirklich langsam. Aber das sind meine ersten Fahrdinger hier. Ich muss jetzt hier gleich links abbiegen. Ist das ein Polizeiauto? Okay. Ich würde ja gerne blinken, aber ich weiß gerade noch nicht, wo der Blinker ist. Und ich kann jetzt auch gerade nicht lesen, was da links steht. Oh!
Das mit dem Bremsen funktioniert ja so noch gar nicht, würde ich sagen. Okay, schlagen wir hier mal ein. Hast du am Terminal dann Eingabe zu was? Folgende Taste drücken, um Anlieferung abzustimmen. Hast du am Terminal deinen Entladeplatz gewählt? Dann parke den Auflieger. Einige Terminals ermöglichen dir die Wahl eines einfachen zu erreichenden. Ah ja, das ist schwierig. Auf Nummer sicher gehen. 15 EP. Sorry, bin gerade den Eil überspringen. Okay, wo willst du die Ladung stehen haben? 90 EP. Wir fangen mal mit einer einfachen auf Nummer sicher gehen an, ne? Okay. Achso, Nummer sicher gehen ist dann gleich hier. So, das kriege ich natürlich hin. So, und jetzt? Stehen wir noch nicht richtig. Oh, jetzt gerade standen wir richtig. Dann müssen wir noch zurücksetzen. Fracht ist für die Entladung bereit. Zum Abkuppeln des Aufliegers T drücken. Ich kann... Ich weiß nicht, was ich machen soll. Soll ich die Taste durchdrücken? Stützen werden gesenkt. Leitung, alles klar. Alles klar. Okay, Level 1. Wahnsinn. Dies ist deine Firmenzentrale. Na, das sieht ja völlig abgeranzt aus. Eine sehr schlichte Garage. Nichts Besonderes, aber in meiner anderen Farbe. Mit Domblick. Naja. Das sieht ein bisschen seltsam aus. Das sieht aus, als wäre es ein bisschen hügelig in Köln. Ist es aber gar nicht. Naja, egal, lassen wir das. Leider hast du noch nichts, was du dort abstellen könntest. Deshalb kannst du hier auch keine LKWs sehen. Du hast schon mal genug Geld verdient. Hast du erst einmal genug Geld verdient und dir eine Zugmaschine gekauft. So kannst du dich frei bewegen und dein Geschäft von hier betreiben. Viel Glück. Okay, wir machen mal Folgendes. Wir gehen nochmal in die Audioeinstellungen und werden das mit der Musik nochmal so ganz... Lautstärke der Menümusik. So, guck mal. So wollen wir das haben. Okay. So, hier kannst du deinen Fortschritt sehen. Was haben wir denn da? 18 EP, blauer LKW. Ich sehe sehr jung aus. Das sieht sehr gut aus. Karriereentwicklung. Können wir das jetzt wegklicken? Karriereentwicklung. Ich bin Level 0, Neuling, Enthusiast. Ja, ich bin sehr, sehr enthusiastisch. Gesamte Spielzeit 7 Minuten. Ein abgeschlossener Auftrag. Sehr gut. Können wir wieder schließen. Wähle deinen nächsten Auftrag. Auftragsangebot sehen. Lass dich als Berufskraftfahrer anstellen. Kein großes Aufheben. Alles ist vorbereitet. Suche dir einen Auftrag aus und schwing dich hinter das Lenkrad. Na gut, jetzt sind wir in Köln, nicht wahr? Und jetzt müssen wir Hilfe an- und ausschalten. Werde eine erkundete Stadt, ja, Köln halt. Nutze die Sortierfunktion bevorzugter Aufträge oben zu sehen. Preis, ja, wir nehmen natürlich einen mit ganz viel Preis. Hier den vielleicht. Köln nach Luxemburg. Ah, guck mal, jetzt müssen wir ja wirklich woanders hinfahren, also in andere Städte und so. Gibt es nicht einen? Naja gut, Köln-Luxemburg. Klingt eigentlich ganz gut. Und Auftrag annehmen. Sehr gut. Ich bin gespannt. Ich hoffe, die Musik ist jetzt ein bisschen erträglicher. Wir stehen schon wieder hier in dem gleichen Ding. Okay, also das mit den Bremsen hat gerade noch nicht so ganz funktioniert. Montag, 14.17 Uhr. Ich habe 4 Stunden Zeit, den LKW abzuliefern. Aber warte mal. Mal eben ganz kurz. Ich will noch mal ganz kurz gucken, wo kann man denn bitte schön blinken? Ich muss da irgendwo blinken. Nach links lehnen. Ne, blinken will ich. Gibt kein Blinken, ne? Warnblink. Ah, hier. Ü. Was? Ü? Wie soll ich denn an Ü kommen? Was ist denn Q und E? Was ist denn mit Q und E? Q hat nichts, oder? Q könnte ich doch nach links blinken. Also Blinker links, Q, Blinker rechts, E. So.
Vegas haben. Wundervoll. Ah, diese Geräusche. Ich kann die, kann ich irgendwie die Stundenkilometer sehen? Ah ja, doch. Ist schon sehr laut, oder? Ich spiele es übrigens mit Maus und Tastatur, also bitte nicht aufregen. Diese grüne Ampel. Ah ja, das sieht gut aus. Und nach Luxemburg geht es auf jeden Fall bergauf. Direkt hinter Köln geht es bergauf. Ich bin sehr gespannt, was dieses Spiel zu bieten hat. Ich bin wirklich sehr gespannt. Viele oder einige der Zuschauer haben es auch schon gespielt. Die Sandra hat es schon gespielt. Der Carsten hat es schon gespielt. Ach, es haben so viele Leute das Spiel schon gespielt. Und jetzt fahren wir auf die Autobahn Richtung Lüttich, Liège. Na gut, dann. Oh, 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 oh. Na gut, wir kommen sogar drum. Ist das die Einbahnstraße? Ja, ne? Vielleicht doch nicht, man weiß es nicht. Ich fahre mal lieber rechts. Auf die rechte Spur. Also richtig krass zieht diese Maschine nicht. Man nennt das zwar Zugmaschine, aber also richtig krass können wir nicht fahren. 50 ist hier Maximum. Ja, wir schaffen ja auch gerade so 50. Also mal gucken. Jetzt blicken wir uns schon mal auf die... Oh! Oh! Oh. Also wie gesagt, Leute, ich habe einen Führerschein, ja. Und ich bin aber seit 100 Jahren nicht mehr gefahren. Das kann ich euch schon mal versprechen. Ach, 100 Jahre, ja, schon ewig her. Ich glaube, das letzte Mal 2009 oder so. Ah, wunderschön. Erstmal in einem eigenen Cockpit sitzen. Wobei, das ist gar nicht mein eigenes Cockpit, oder? Ich leihe mir immer nur den LKW aus und... naja, gut. Ist dann so. Wir fahren jetzt mal hinter dem daher. Wie viel fahren wir gerade? 90 fahren wir. Ja, wir müssen auch ein bisschen Strecke gut machen. Ehrlich gesagt weiß ich gar nicht, ob man... Jetzt machen wir mal das sogenannte Elefantenrennen. Oh je, oh je, oh je. Wackelt ganz schön, ne? Also es wird ein bisschen dauern, bis ich hier ruhiges Fahren lerne. Schleudert noch ein bisschen. Naja gut, ist halt so. Ah, schön. Oh, Ah, man kriegt ja schon ein bisschen Fernweh, oder? Ah, mal so auf der Autobahn fahren, mal wieder ein bisschen Geschwindigkeit und so. Das ist schon was Schönes. Manchmal braucht man das irgendwie, ne? Wenn ich genug Geld habe, wenn ich mal groß bin, werde ich mir einen eigenen LKW kaufen. Aber einen, der ein bisschen irgendwie soundgedämpft ist. Müssen wir jetzt hier... Warte mal, müssen wir auf die andere Spur, ne? Wir müssen ja geradeaus. Ah ja, genau, das wird doch da angezeigt. Ihr seht das unten rechts auf der Minimap. Wird angezeigt, dass wir die Spur nach links wechseln müssen. Wart ihr schon mal in Luxemburg? Ich war noch nie in Luxemburg. Doch, ich war mal als Jugendlicher, glaube ich, mit der Klasse, glaube ich, waren wir mal da. Jetzt fällt es mir gerade ein, aber es ist auch schon Ewigkeiten her. Es ist Ewigkeiten her. So, pass mal auf, was wir jetzt mal eben machen. Wir drücken mal eben F1. So, es ist auch echt schön, wenn das mal ruhig ist, ne? Und schalten hier das nochmal durch. Aktueller Auftrag. Schaden 0%. Kurznachrichten. Chat ist aktuell nicht verfügbar. Ich würde gerne wissen, wie viel Tank wir noch haben. Aber das wird hier nicht angezeigt, oder? Navigation. Na gut, machen wir mal. Fahren wir weiter. Vielleicht kann man irgendwann mal ein bisschen weniger, ein bisschen kleiner das Ganze machen. Jetzt für den ersten oder für die ersten Aufträge werde ich das Ganze mal so lassen, wie es ist. Genau.
schnell, so gut es geht, irgendwie durchzukommen. Da vorne ist Belgien. Ist das Belgien? Oh Gott. Das werden wir natürlich auch sehen. Oh, Moment. Nee, doch nicht. Hier ist eine Schlafzone. Schlafen muss ich nicht. Ne? Ja, jetzt müssen wir hier nach Luxemburg abbiegen. Oh ja, okay. Ja, wie gesagt, Bremsen ist noch nicht so meins. Das scheint noch nicht so ganz zu funktionieren. Ich hoffe, dass es keiner reinfährt. Ich hoffe, dass wir keinem reinfahren. So, das ist auch irgendwie wichtig. Fahren wir jetzt Landstraße oder kommen wir nochmal... jetzt nicht so hilfreich, wenn wir jetzt hier mit über 60 an der Polizei vorbeiheizen. Was heißt das, wenn das blinkt? Oh. Das heißt vielleicht nicht ganz so schnell darüber heizen. Also gut, das Bremsen, wie gesagt, habe ich noch nicht ganz im Gefühl, das ist alles noch ein bisschen viel. Manchmal macht es so Geräusche, ich glaube, das sind die Spuren, ne? Hat Luxemburg keine Autobahn, jetzt mal ehrlich? Ah ne, warte mal, wir sind in Belgien, oder? Kann man sich die Karte angucken? Oh ja, sehr gut. Wir sind in... Tja, ich weiß es ja nicht... Belgien, würde ich denken, ne? Okay, ist auf jeden Fall sehr sehr ordentlich. Schnellaufträge, wir machen einfach mal weiter. Ah, das ist sehr gut gemacht, dass wenn man aus dem Menü kommt, dass man noch einen Moment lang erst das Bild sieht und dann fängt er erst an zu fahren. Das ist sehr gut gemacht. Das ist wirklich gut. Ach, guck mal, da ging es nach Reims. Ich war mal in Reims. Das ist noch eine wilde Story, kann ich euch erzählen. Stimmt, ich war da mal. Da bin ich mit der Nicole aus dem Euro Disney Paris zurückgekommen. Ach, oh, ich kann euch sagen, das war ein. Oh, ich fahre 80, ne? Warte mal, keine Geschwindigkeitsbegrenzung. Nice. Und dann hatten wir nicht genug Geld dabei und dann hatten wir keinen Tank mehr und ach, dann mussten wir ständig Maut bezahlen. Ah, dann mussten wir irgendwo. In Reims sind wir dann irgendwie abgefahren. Und dann haben wir bei einer Hochzeit, haben wir irgendwo angehalten, da war dann gerade Hochzeit, dann haben wir die gefragt, einmal ob wir aufs Klo gehen können und ob die wissen, wo es eine Tankstelle gibt und okay, dann mussten wir erst einen Geldautomaten finden. Ach, das waren noch Zeiten, alles in den 90ern, nee, das war echt krass damals. Lustige Geschichte war das. Und Euro Disney war auch sehr cool, da waren wir 3 Tage. Hier ist 60, sagt der Navigationsmensch. Aber ehrlich gesagt, wir müssen uns ja ein bisschen beeilen, oder? Ich weiß es gar nicht. 54 Kilometer, 54 Minuten. Schaffen wir 1 Kilometer in der Minute? Ja, tatsächlich was. Ich bin mir nicht sicher, ob wir jetzt tanken oder müssen oder sowas. Wir können ja mal anhalten. Ja, können wir anhalten? Ja, können wir nicht. Doch, können wir. Zu tanken. Drücke vorne die Taste, um den Motor abzustellen. Ach nee, ich habe keine Taste mehr für den Motor abzustellen. Warte, Moment. Die habe ich vielleicht umbenannt. Okay, die ersten Fahrten sind scheinbar ein bisschen... Naja. Warte mal, Motor einschalten. Motor an... Hier, nehmen wir mal... Was nehmen wir denn mal? Tee vielleicht? Haben wir Tee schon mal bedient irgendwo? Nö, sehe ich gerade nicht. Ne? Dann machen wir doch... Oder da unten? Nee. Dann machen wir doch Motor ein- und ausschalten mit Tee. Das kann ich auch gut erreichen. Sehr gut. Ah ne, warte mal, das...
Drücken halt sie von die Taste, um Kraftstoff zu füllen. Eingabe. Ja komm, machen wir mal. So, fertig. Können wir jetzt einfach fahren oder müssen wir bezahlen? Wir fahren einfach, komm. Sehr gut. Das haben wir doch gut gemacht. Vielleicht haben wir nicht bezahlt, aber egal. Gut, was für ein Spaß. Oh, hier hat aber einer gebremst. Oh, hier musste aber einer bremsen und ist dann hier auch ins Schleudern gekommen. Gut, dass wir nicht so schnell fahren. Wir fahren nur 60. Ja, ja, okay, da war vielleicht ein bisschen... Man hört das, ne? Wenn ich zu weit rechts fahre, dann hört man das. Hört ihr das? Das war's. Nochmal. Ja, genau das. Du hältst doch an, oder? Okay. Ah, ja. Also, es ist richtig schön in Belgien, das kann man schon mal sagen. Was ist denn das für ein Fluss da? Also darauf habe ich Bock. Ich werde ein paar Folgen machen. Mal gucken, wie es bei euch ankommt. Es ist jetzt am Anfang natürlich alles sehr hektisch und ein bisschen chaotisch, aber ich sag mal so, mit der Zeit werden wir bestimmt schöne, ruhige Fahrten machen. Das macht bestimmt Bock. Ist das die Zeit, die wir noch haben, oder... Ja, hör auf zu brummen. Man muss sich ja erstmal an so ein Gefährt gewöhnen. Es ist ja eben kein Auto. Wir sind ja nicht beim Sportwagen-Simulator. Und dann beim hier, weiß ich was. Guck mal vor uns da die Strecke. Das wird eine Zickzackfahrt jetzt. Kleben alle auf der Straße und ich jetzt nicht so. Sind wir jetzt schon in Luxemburg? Ich habe irgendwie verpasst, wo der Grenzübergang war. Aber offensichtlich sind wir jetzt schon da, ne? 50? Ich kann leider nicht sehen, wie viel wir fahren. Es ist so... Ach, da 65. Ich wollte sagen, es ist so düster im Cockpit. Ich muss mal einmal gucken, ob es eine Cockpitbeleuchtung gibt. Erster Aufenthalt in Luxemburg. Wir wollen doch nicht über rote Ampeln fahren, das wollen wir natürlich auch nicht. Hier schon rechts abbiegen? Ne, ich muss da hinten, aber auf den Hof, ne? Oder doch hier? Doch hier. Ah, da ist das. Oh, wir haben 0 Minuten. Aber hier waren wir erst. Ach so, genau. Und jetzt muss ich, kann ich hier, genau, jetzt kann ich hier nämlich wieder sagen, wie ich das machen möchte. Und ich würde mal sagen, wir nehmen mal hier die 40, EP mit und gucken mal, wie wir das hinkriegen. Da hinten muss er hin, der kleine Trecker. Jetzt bin ich mal gespannt, ob ich das hinkriege. Naja, es wird schon irgendwie gehen. Ja, super, ich mag es total, beobachtet zu werden. Das ist genau mein Ding. Beobachtet werden ist genau mein Ding. Das ist vielleicht jetzt ein bisschen viel schon. Momentchen, Momentchen, Momentchen. Halt, 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 halt. Fracht ist für die Entladung bereit zum Abgucken und vorne die Taste drücken. Ja, ich habe vielleicht die Taste umgelegt. Verdammt.
Abkoppeln. Was haben wir denn da? Aber warum ist das auch nicht vernünftig belegt? Man kann doch nicht mit Ü irgendwie blinken. Oder braucht man gar nicht blinken? Ist Blinken heute nicht mehr so in? Ich weiß gar nicht. Ich war ja ewig lange nicht mehr... Pass auf, wir machen mal Folgendes. Wir machen mal die Standardeinstellung wieder. Und was ist denn jetzt? Was ist denn jetzt hier die... T war das doch, ne? Aber ich habe hier keinen T, oder? Ah, hier unten gibt es noch... Ach, guck mal, wie viel es da gibt. Oh Gott, okay. Hier, Anlieger abkoppeln. Okay, dann nehmen wir jetzt das... Dann nehmen wir jetzt das Z. So, genau. Den Motor ein... Ne, warte mal, blinken muss ich nochmal jetzt neu machen. Das ist ja verrückt, das schon. So. Und jetzt müssen wir was nochmal machen? Motor an- und ausschalten. Motorstrom an- und ausschalten. Hatten wir gesagt, machen wir T, ne? So. So, und jetzt müssen wir Z drücken. Absatteln. Stützen werden gesenkt. Wundervoll. Leitung getrennt. Ach. Nice. Bams. Wir sind schon Level 2. Wir sind der Level 2-Fahrer. Wahnsinn. Ja, ich würde mal sagen... Das soll es, glaube ich, gewesen sein für die erste Folge. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß und jetzt geht's gleich in die Folge 2. Bleibt dran, schaltet einfach wieder ein und dann sehen wir uns da nochmal wieder. Bis dahin. Bye, bye.